Endlich ist die Schule aus. Heute ist so schönes Wetter, sollen wir uns nachher treffen, Lisa? Klar, da bin ich auch dabei. Dann bis später. Lisa, hallo. Träumst du? Was? Ja, ich komme nach dem Mittagessen zu dir. Hallo. Hallo. Der hat mich gegrüßt. Ja, kennst du den? Nicht wirklich. Bis später. Tschüss. Tschüss. Hallo Mama. Hallo Lena. Wie war es in der Schule? Schön. Hallo Anna. Hallo. Wir haben heute keine Hausaufgaben. Ich habe mit Lisa abgemacht. Sie kommt nach dem Essen. Alles klar, das ist okay. Mama, darf ich die Spülmaschine einräumen? Ja, gerne. Ah, Lisa. Hallo. Hallo, Lena. Du, ich muss dir mal was erzählen. Gehen wir in dein Zimmer? Ja, komm. Hallo, Lisa. Hallo. Darf ich auch mitspielen? Tut mir leid, Anna. Wir müssen etwas besprechen. Nächstes Mal wieder, okay? Oh, schade. Sei nicht traurig. Ich freue mich, wenn du mir in der Küche hilfst. Na gut. Was willst du mir eigentlich erzählen? Den Jungen von vorhin mit dem Skateboard, den finde ich irgendwie toll. Der heißt Yannick. Und heute Mittag ist er beim Skateboarden. Sollen wir da vielleicht hingehen? Okay, ich frage meine Mama, ob ich darf. Da ist ganz schön viel los auf der Baustelle. Ja, stimmt. Mama? Ja, Lena? Dürfen wir mit dem Fahrrad zum Skatepark fahren? Ja, das ist in Ordnung. Und was willst du machen, wenn er dort ist? Ich weiß es auch nicht. Aber ich freue mich, wenn ich ihn sehe. Was hältst du denn an? Da vorne ist er. Ja, ist doch gut. Nein. Mir wird ganz komisch. Komm, wir gehen wieder. Quatsch, warum denn? Was soll schon passieren? Wir setzen uns einfach auf die Bank und schauen ihm zu. Okay. Hi. Hallo. Hi. Hi. Wow. Wir können wirklich gut fahren. Ja, stimmt. Ich muss jetzt nach Hause. Tschüss. Ciao, Yannick. Yannick. Habt ihr auch ein Skateboard? Dann könntet ihr ja mal mitfahren. Ich hab zwar ein Skateboard, aber ich kann gar nicht gut fahren. Und du, Lisa? Ich auch nicht. Aber du kannst das super. Danke, also tschüss. Oh Mann, wie peinlich. Der findet mich bestimmt total doof. Ach Quatsch, Lisa. Wir müssen mal schauen, dass er dich noch ein bisschen besser kennenlernt. Vielleicht wird es ja dann noch mal was. Ich empfehle euch dieses Video von uns. Und wenn ihr bei mir klickt, könnt ihr uns abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst.